Jedes Jahr werden im Schnitt 100.000 Amerikaner durch Schusswaffen verletzt. Wissenschaftler haben etwas entwickelt, das Verletzungen durch Schusswaffen verhindern könnte. Kugelsichere Haut. Wie wär's? Ihr tauscht eure Haut gegen dieses Material aus. Woraus wird kugelsichere Haut gemacht? Welche Rolle spielen dabei Ziegen und Spinnen? Und wäre das die Lösung der Schusswaffengewalt? Hier ist Was wäre wenn? Und heute zeigen wir, was passiert, wenn eure Haut kugelsicher wäre. Es ist kein Geheimnis, dass Kugeln irre stark und echt gefährlich sind. Eine Kugel fliegt mit bis zu 1000 Meter pro Sekunde durch die Luft. Mit einer solchen Geschwindigkeit durchschlägt sie locker Wände, Metall und natürlich eure Haut. Also, wollten wir uns kugelsicher machen? Was müssten wir anstellen? Lasst uns dazu einen Blick auf die Studie werfen, die das erste Stück kugelsicherer Haut hervorbrachte. Ein niederländisch-amerikanisches Team stellte sie aus Spinnenseide her. Naja, so in etwa. Da Spinnen sehr wenig Seide produzieren, lässt sie sich nicht in großem Stil gewinnen. Daher nutzten die Forscher die CRISPR-Technologie, damit Ziegen Spinnenseide erzeugen. Sie spleisten das Spinnenseidengen mit Ziegen-DNA. Als die Ziege ein Junges bekam, produzierte sie besondere Milch, die voller Spinnenseidenproteine war. Dadurch konnten die Wissenschaftler genug Spinnenseide herstellen, die sie dann mit menschlichen Zellen kombinierten und zu kugelsicherer Haut machten. Dieses Stückchen Haut, so stellten sie fest, konnte eine Kugel aufhalten. Aber nur, wenn diese nicht zu schnell flog. Das alles dank der unglaublichen Stärke der Spinnenseide. Dieses Protein ist dreimal stärker als Kevlar und fünfmal stärker als Stahl. Diese frühen Tests mit kugelsicherer Haut hielten zwar keine gewöhnlich schnellen Kugeln auf, aber lasst uns mal annehmen, diese Technologie wäre verfeinert worden und sie könnte Kugeln total easy aufhalten. Was, wenn man seine Haut damit ersetzen würde? Kugelsichere Haut fühlt sich nicht viel dicker an als deine normale Haut. Spinnenseide ist tausendmal dünner als ein Menschenhaar. Kombiniert mit unseren Zellen würde sich diese neue Haut genauso anfühlen wie normale. Sie würde aber krass anders reagieren. Mit kugelsicherer Haut könnte unser Körper nicht von Schusswaffen durchlöchert werden. Hätten alle Menschen so eine Haut, gäbe es weltweit Tausende, wenn nicht Millionen weniger Tote. Wäre diese Art Haut eine gängige genetische Modifikation, bekämen als erstes sicher die Reichen und Mächtigen diese Haut. Präsidenten, Könige und Königinnen, sie alle hätten sie und somit einen Schutz vor Attentätern. Als nächstes wären Militärs und Polizeibeamte dran. Mit kugelsicherer Haut müssten sie weder kugelsichere Westen noch Schutzbekleidung tragen. Man sparte Millionen von Euros und sie wären im Einsatz agiler. Verletzte und tote Soldaten gäbe es viel seltener. Das heißt aber nicht, dass kugelsichere Haut perfekt wäre. Sicher, eure Haut wäre undurchdringbar, aber den Aufprall der Kugel würdet ihr trotzdem spüren. Von einer Kugel getroffen zu werden, würde sich im Bestfall wie ein knallharter Faustschlag anfühlen. Worst Case wären Knochenbrüche. Glaub also nicht, du wärst unverwundbar. Kugelsichere Haut bedeutet nicht gleich weniger Waffengewalt. Die würde eher noch schlimmer werden. Statt Schießereien gäbe es mehr Bombenangriffe. Und was, wenn Hersteller ihre Schusswaffen einfach stärker und tödlicher machen? Sie könnten Waffen entwickeln, die kugelsichere Haut durchbohren. Also alles für die Katz. Kugelsichere Haut klingt zwar großartig, was Gewalt betrifft, macht sie aber keinen Unterschied. Vielleicht hätten wir Frieden, wenn die Welt ein einziges globales Land wäre.
Aber die Story erzählen wir ein anderes Mal bei Was wäre, wenn?